Hallo, Robert, Yachtschule Eichler. Wir fahren wieder raus in die Deutsche Bucht. Zahlreiche Inseln, wahrscheinlich auch demnächst wieder Helgoland, sind wieder anlaufbar. Christian und Nico waren schon dort und haben schlicht in der Binnenrede geankert. Man hätte auch einen großen Schritt machen können und wäre auf der Insel gewesen, aber die Corona-Beschränkungen waren zu dieser Zeit noch so, dass man nicht anläuft. Wir haben alle Turns so umstrukturiert, dass wir nur noch mit 3 Personen plus Skipper auf den Seeschiffen fahren, also auf den beiden Gypsies. Dadurch können wir leicht gewährleisten, dass die Menschen sich in den entsprechenden Abständen unter Deck bewegen. Das ist das eigentliche Problem. Da draußen an der Luft passiert doch nichts. Unter Deck, bei einem gemütlichen Glas Wein, beim Frühstück morgens und dergleichen, dort treten die Schwierigkeiten auf, das Einatmen der Atemluft des anderen möglichst zu vermeiden und zu verhindern. Und genau das geht nur in einer kleinen Besetzung. Wir haben deswegen die Turns neu kalkuliert. Wir fahren ausschließlich kostendeckend. Die Yachtschule macht keinen Gewinn mehr, aber wenigstens gibt es keine Kurzarbeit. Und auf die Art und Weise sind die Turnstrukturen jetzt entstanden. Also 3 Personen plus Skipper. Die Turns kosten 799 Euro für 4 Tage, 999 Euro für 5 Tage und haben inklusive der Bordkasse, also keine extra Bordkasse noch. Damit sind sie rund 250, 300 Euro teurer als normalerweise, aber nicht mehr 7 Personen, sondern nur noch 3 Personen. Also eine sehr gute Belegung und damit eben auch eine Gewährleistung von allen Abständen. Immer wieder taucht die Frage auf, ja, wenn denn die Lockerungen kommen, werdet ihr das anders tun? Ich wage zu bezweifeln, dass es in dieser Weise Lockerungen geben wird. Das macht keinen Sinn. Das, was wir an Lockerungen erleben, bedeutet doch nur, dass der Gesetzgeber uns unsere Autonomie zurückgibt und sagt, es ist eure Verantwortung als liebe Mitbürger dieses Landes, euch so zu verhalten, dass die Infektionszahlen möglichst klein bleiben. Das Gegenteil davon wäre, mit 8 Leuten in einem engen Salon zu sitzen, um abends oder morgens gemeinsam zu essen. Das wird dieses Jahr nicht passieren, da bin ich absolut sicher. Das heißt, es bleibt bei allen Fahrten, die wir hier veranstalten, bei einer Belegung von maximal 4 Personen insgesamt unter Deck. An Deck ist es nicht das Problem, aber man macht eben eine gemeinsame Reise. Alle Turns sind deswegen gekennzeichnet fett mit dem Wort neu und die Turns, die noch mit alt gekennzeichnet sind, stammen noch aus den Zeiten vor Corona. Sie sind nicht mehr buchbar. Sie stehen noch in der Datenbank, aber sie sind nicht mehr buchbar. Also bitte neu. Und für alle, die noch im Sommer und im Herbst mit uns segeln wollen, geht einfach schlicht davon aus, es wird bei dieser Regelung bleiben. Lockerungen hin oder her, dieses Virus ist nicht weg, nur weil es Lockerungen geben wird. Bis bald an Bord, wir freuen uns. Tschüss.